Alles ändert sich. Nichts bleibt, wie es ist. Ich auch nicht. Ich bin heute nicht mehr, was ich früher war. Ich bin ein ganz anderer Mensch geworden. Das ist nur deswegen möglich gewesen, weil ich eines Tages von Zita gehört habe. Kennt hier jemand den Zita? Natürlich nicht. Hier würde man Zita niemals sehen. Er lebt ganz anders als ihr. Sag mal, kennt ihr die Bäckerei? Die gleich neben dem Kaffeehaus ist. Ein viereckiger Bau mit unregelmäßig gemauerten Wänden. Na gut, egal. Die linke Hälfte der Bäckerei nimmt ihr Ofen ein. An den Seiten stehen Regale. Zwischen Ofen und Tür steht eine Bank, auf der die Hausherren schlafen. Der Bäcker und seine Frau, die Bäckerin. Logisch. Wenn nicht der Feuerschein aus dem Ofenloch da wäre, dann würde ihr Tag und Nacht für die Finsternis herrschen. Gegenüber der Bank mit der Eingangstür ist eine kleine Holztür, die in einen halb verfallenen Anbau führt. Der Raum hat nur ein kleines Fenster. Der Boden dort, der Boden ist mit allen möglichen Arten von Unrat und zahllosen Dreckflecken besehen. Leute, der ganze Raum gleicht einem Misthaufen. Unter dem Fenster lag auf dem Boden ein Bündel, das sich nicht vom Schmutz oder von der Farbe und vom Geruch des Raums unterschied. Da ist aber aus Gliedern Fleisch und Blut bestanden. Muss man es wohl menschliches Wesen nennen. Dieses Bündel war Zita. Ihn einmal zu sehen reichte mir, um ihn nie wieder zu vergessen. Sein Körper war gar nicht schwarz. Der Gitarre auch schwarz. Alles in allem nur Schwärze über Schwärze. Hätte da nicht aus zwei Löchern etwas schrecklich Weißes geblitzt. Deine Augen. Aber der Schmutz, mit Schweiß gebunden, hat auf seinem Haar eine schwarze Schicht gebildet. Genauso ist es mit dem Gitarr, der ursprünglich weiß war. Schwarz zu werden, scheint das Schicksal aller Dinge in dieser Hölle zu sein.
Obwohl Zita in der Gasse zu Hause ist, hat er nichts mit ihr zu tun. Er braucht niemanden. Niemand braucht ihn. Naja, abgesehen von einigen Eltern, die sein Äußeres dazu benutzen, ihren Kindern Angst, dem schwarzen Mann einzujagen. Zita ist ein Künstler. Die zukünftigen Bettler kommen gesund zu ihm und verlassen ihn blind oder verkrüppelt, bucklig mit abgerissenen Armen oder Beinen. Er hat bei einem Wanderschritt eine große Geschicklichkeit erworben. Zuerst hat er das nur nebenbei auf Spaß getan. Dann aber, als das Leben vor ihm schwerer wurde, hat er daraus einen Beruf gemacht. Der Beruf des Krüppelmanns. Tagsüber verlässt er so gut wie nie sein Loch, sondern hockt auf dem Boden, isst und raucht. Er amüsiert sich auch damit, heimlich der Bäcker und seine Frau zuzuschauen. Ich gehe doch nicht rein. Auch nachts schaut er ihnen zu. Tschüss! Freunde. Ich verstehe schon, was ich meine, oder? Die Leute der Gasse gehen Zita vor allem deshalb aus dem Weg, weil er so abscheulich stinkt. Noch nie hat ein Tropfen Wasser den Weg zu seinem Gesicht oder seinem Körper gefunden. Er ist aber lieber schmutzig und allein, als dass er in ein Bad steigen würde. Mit großem Vergnügen erwidert er den Hass der Menschen. Er tanzt vor Freude, wenn er die klagige Sänge um einen Toten hört. Er sagt, jetzt ist die Reihe an dich gekommen, du Arsch. Jetzt kannst du den Dreck schmecken, der dich so oft an mir gestört hat. Er liebt es, sich folterartig von manchen Leuten auszulehnen. Er stellt sich vor, zum Beispiel, dass der Bäcker, die ihn nicht besonders mag, unter einer Straßenbahn gerät, die ihm seinen Körper zerreißt. Dann backt er seine Glieder, Kopfschmalz und alles in einem schmutzigen Gold. Und sie einen Hundehalter als billiges Futter zu verkaufen. Ist auch nicht, sich um die Krankheiten zu kümmern, die er fabriziert hat. Hin und dort fragt er, na, wie geht es deine Blindheit? Na, was macht deine Lähmung? Die Bettler antworten, alles in Ordnung, Zita, danke, Zita, wir lieben dich, was würden wir ohne dich tun? Und so weiter. Hat er bei mir abgestritten, damit ich ein Profi-Bettler werden konnte. Erzähle ich euch ein anderes Mal.
so, dass Theater sein. Reagieren mit den Leuten, mit den Menschen auch.